Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nein, nein, ich spiele nicht die Stimme nebenbei. Das habt ihr gar nicht gesehen. Ja. Oh, wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TFT. Irgendwas auf meinem zweiten Kanal heute schiefgelaufen. Erstens, die Chaos Spandau Game 4 Folge ist leider RIP, weil ich vergessen habe, die Szene zu wechseln. Das heißt, es gibt quasi nur mein Face. Dementsprechend habe ich die Folge jetzt wieder gelöscht. Zweitens, ist ein Video einfach in der Nacht online gegangen. Nämlich mein letztes TFT-Video, wo ich 20 Eier geöffnet habe und danach eigentlich echt ein geiles Game hatte, das ist ein bisschen schade, weil das Klickmäßig natürlich ein bisschen abgestürzt ist. Schaut gerne mal rein, wenn ihr wollt. Auf meinem Main-Kanal kam heute oder kommt heute ein Pros Spielen, wo ich mir Ash mit Ascent, River und Trinity Force angucke, für alle, die eher auf League-Content stehen und für alle, die auf die Stämme stehen, kann ich schon mal spoilern. Ich habe die neue Welt tatsächlich angefangen. Ich werde auf Twitter nochmal posten, wo ich bin. Ihr könnt es natürlich auch jetzt schon nachstalken, wenn ihr denn wollt. Da ist ja schon wieder irgendwie gar nichts, ne? Ich überlege, ob wir die direkt zusammenarbeiten, aber nee. Nee, machen wir nicht. Ich hätte mal wieder Bock auf Noble. Ich habe länger nicht mehr Noble gespielt. Ist ja an sich, finde ich, immer ganz cool. Also so als Eröffnung kannst du Noble halt gut spielen. Du kannst früher auf Eco gehen. Ich habe mir für die Folge wirklich überhaupt nichts überlegt. Aber es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ich könnte auch Open Fort nochmal spielen, aber das ist auch, muss ich sagen, finde ich eher düster zum Zuschauen. Weil ich halt mehr Runden ja nur ins Gesicht kriege. Und das einzig Interessante ist ja, wie sehr kriege ich ins Gesicht oder wie sehr kriege ich es gemanagt, dass ich doch nicht so sehr ins Gesicht kriege. Ansonsten PvE-Rounds einfach noch keine Items vergeben, ihr wisst nie genau, was passiert. Hier werden wir höchstwahrscheinlich ein Rage Battle machen, aber stellt euch vor. 4-2, Hippipora. Stellt euch vor, wir kriegen jetzt noch Needlessly und zwei Cloth Armor und würden eigentlich Double Locket bauen. Das sind alles Dinge, die sollte man ein Stück weit beachten. Ja, aktuell sieht's. Also, wenn wir jetzt tatsächlich gleich den Garen kriegen, dann würde ich für Noble gehen. Wenn wir den Kassadin 2 kriegen, gehen wir einfach nur für starke Units. Wir können auch mal wieder Blade Master zocken. Ich habe das Gefühl, die Demon Cop habe ich noch nicht gespielt. Das hat sich auch der ein oder andere in den Kommentaren gewünscht. Ich habe es offstream mal gezockt. Also auf Aufnahme. Ich zocke irgendwie abends ein Game manchmal ohne dass ich aufnehme. Da habe ich es mal gezockt. Ist auch recht stark aktuell. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Sind soweit nette Items. Solid. Solid. Viele Optionen. Vieles Verschiedenes, was wir daraus machen könnten. Haben jetzt also tatsächlich auch noch ein Kassadin 2. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Ich glaube, ich würde es so aufstellen. Kassadin ist einfach am Anfang sehr, sehr stark und damit hat man gute Optionen. Wir könnten daraus ein Rageblade und ein Spear of Soul Jin machen. Oder wir machen einen Phantom Dancer und einen Hextech Gunblade. Oder wir machen Frozen Heart. Hextech Gunblade und nochmal Attack Speed. Also es ist zumindest viele, viele Optionen. Dass ich die jetzt hier noch nicht vergebe, das kann man sogar ein Stück weit kritisieren, weil wir damit ja ein Risiko eingehen, eine Runde zu verlieren. Aber das ist auch immer so ein bisschen die Sache. Okay, da verstehe ich jetzt wirklich nicht, was da will. Ob das in dem Moment dann worth ist oder nicht und ob man schon weiß, wofür man gehen will. Ab dem Moment, wo ich ein bisschen realisiere, in was für eine Comp ich rein will, vergebe ich die Items eigentlich ganz gerne, weil ich dann halt auch weiß, welcher Damage, die da hinten raus nochmal relevant für mich wird und welche Unit nicht. Kann die Units, die nicht relevant werden, kann man gerne mal mit Items vollstopfen. Aber hier weiß ich zum Beispiel noch nicht, ob wir am Ende den ADC haben werden oder nicht. Also noch weiß man hier wirklich sehr wenig. Wir machen es jetzt trotzdem mal so. Aber weil ich gerne einen Winning Streak spielen würde. Haben in letzter Zeit so viel absichtlich Losing gespielt. Ich kann mir das, glaube ich, nicht mehr geben. Wir könnten ja auch Assassins gehen. Ne? Aber wir haben viele Optionen. Wir können auch sehr viel verkaufen. Gucken, ob wir nicht doch nochmal eine Eco aufbauen können damit. Spark wird jetzt ulten, das ist jetzt nicht die beste Ult. Und unser Kassadin hittet nicht den Garen. Are you shitting me, ey? Der hat einen BT, ne? Der könnte das sogar rausrangen. Ha! Fuck me, ey. Oh.
Ist ja schon wieder zum Heulen. Na gut. Also, Blade Master ist. Wir brauchen noch einen, da sind wir happy. Könnten jetzt auch erstmal einen Blitzcrank spielen. Der macht tatsächlich in der Phase auch noch relativ viel. Dadurch, dass wir Blade Master gehen, werden die Units, die aktuell die Items haben, werden wir später verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Könnten die alle verkaufen, um die Eco hochzukriegen. Tevi auf Blade Master zu committen. Blade Master ist deswegen, finde ich, immer eine recht interessante Kombo, weil man dadurch, dass man ja den Draven als Win Condition hat und das eine 4-Unit ist, bist du am Anfang nicht so darauf angewiesen zu rollen. Aatrox ist generell auch ein bisschen underrated, der macht auch durchaus viel. Ist auch Demon, das heißt, wir könnten auch überlegen, ob wir noch einen weiteren Demon mit reinnehmen. Wir könnten zum Beispiel Blade Master Elemente gehen, das ist erst sehr, sehr spät. Na komm, ja. Das ist ja sehr, sehr spät für uns dann eine gute Comp quasi, also die skate sehr gut hinten raus. Und ist im Early nicht so stark, das heißt, im Early spielen wir einfach starke Units. Im besten Fall Tier 2er für ein Tier 3 zu gehen, wird natürlich schwer. Wir können jetzt einen Phantom Blitzer kriegen, wenn wir den Gangplank oder den Blitzcrank kriegen, aber ich denke, das ist recht unrealistisch hier. Sonst ist keine Unit so richtig relevant für uns. Natürlich der Fun-Wender, aber der wird auch weg sein. Textbild ist vergeben. Wir könnten tatsächlich Thornmail holen. Ich finde, Thornmail ist ein bisschen besser geworden. 35% Damage Reflection ist schon nett. Oder wir nehmen halt noch eine Tier mit. Tatsächlich würde ich gerade lieber das Gold nehmen. Das heißt, wir nehmen die Eve und haben die mögliche Thornmail. Thornmail ist vor allem mit Hexer Gunblade echt witzig. Also der heilt sich dann halt quasi hoch, während er gehittet wird. Na, guten Tag. So. Kasanin ist unsere Unit, die uns hier durchs Early- und Midgame ein bisschen durchbringen soll. Ansonsten, ja, Nobel, klar, wir haben eben eine Vayne weggerollt, für ein Gold mehr zu kriegen. Kann man darüber diskutieren, aber ich glaube, es ist schon worth. Also sonst wären wir wahrscheinlich hier nicht bei 8 von 10 Rollen, sondern tatsächlich länger warten. Und so eine Comp ist, also mit solchen Comps kommt ihr relativ lange, also ich habe jetzt auch gute Items, muss man sagen, ne? Aber allein mit zwei Kasarins werdet ihr echt immer lange Spaß haben, bevor es irgendwann schlimmer wird. Und das ist, damit kommt dann eigentlich immer ganz gut durchs Early Game durch und es ist dann halt immer die Frage, wollt ihr versuchen von da aus dann zu snowballen oder wollt ihr es nicht? Nida macht sich fast mehr Damage selbst als ich ihr, ne? Schon heavy. Nimm K6 trotzdem mit. Wenn wir jetzt zwei K6 bekommen würden, könnten wir dann auch überlegen, für Void zu gehen. Dadurch, dass wir Blade Master ja anpeilen, ist es vielleicht sogar sinnvoll, die Fiora noch hochzuziehen. Oder wir könnten zumindest jetzt erstmal machen. Ohne dass wir ja auch ja irgendwas dafür verlieren. Aufstellungsmäßig müsste ich hier was verändern. Ja, ich glaube, der Kassel, die muss da an. Einfach damit, falls der hier ausstellt oder hier ausstellt, jedes Mal der Kassadin sofort die vorderste Unit hittet. Weil wenn er hier ausstellen würde, würde Fiori ja die Units hitten und meistens ist es so ein Warwick oder so und dann willst du den eigentlich früh hitten. In dem Fall ist es jetzt der Darius, aber der hat natürlich jetzt auch nicht gecornert. So, it doesn't really matter. Beide Pikes werden jetzt ulten. Das heißt, der ganze Fight setzt kurz aus. Aber Double Kasarin ist einfach im Early echt dominant. Also vor allem Double Tier 2 Kasarin. Es wäre übrigens auch ein Grund, jetzt hier bei 8 von 10 wieder hart zu rollen, weil man sich sagt, Alter, ich habe schon mal einen Kasarin, da will ich jetzt auch mega abgehen. Würde ich trotzdem hier nicht machen. Würde ich einfach nicht empfehlen. Pike stunt hier halt auch ganz nett, ne? Wir machen es so. Wir nehmen die Fiora raus, das ist eh eine schwache Unit. Wir behalten den Pike drin, wir schicken ihn allerdings nach da, damit er von da dann die Leute stunt, der kann dahinter springen. Wir lassen den Kasadin hier, damit der möglichst lange sein Rageblade stacken kann. Dann haben wir eigentlich eine ganz gute Chance, das könnten wir verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5.
Aber dann haben wir wirklich sehr viel weggerollt, was wir in der Theorie noch brauchen könnten. Das heißt, wir nehmen stattdessen Lucian und Lulu mit. Lulu 2 immer stark. Sorcerer natürlich auch noch eine Option, auch wenn wir jetzt natürlich so viele Items auf Kassadin haben, dass ich nicht weiß, ob wir den hinten raus noch wollen würden. Bisschen schade, dass der jetzt hier nochmal sein Leben wiederherstellt. Wenn die Kamana haben, machen die das nicht. Allerdings hat mein Kassadin den anderen gehittet. Alter. Kein Item rauszukriegen, fühlt sich immer richtig miserabel an. Hab allerdings davor gute Items bekommen, also. Die Ausbeute ist bis hierhin fein. Okay, das ist einfach auf 15 Uhr weg, der mich an irgendwas erinnern soll, woran ich mich gerade nicht erinnern kann. Hoffen wir mal, dass es nichts Wichtiges war. So. Ist eine witzige Kombo, ne? Will nicht verlieren. Winning Streak halten. Der Double Combo ist gerade nicht stark genug, um gegen jeden zu gewinnen. Es ist immer noch wenig Synergy. Wir haben den Garen nicht getroffen. Wir werden Nobel wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen. Zumindest fühlt er sich so an. Sick vom Pike. Dass sein Pike ulten darf. Gegen zwei Kassadins. Das ist übrigens der, gegen den wir einmal verloren haben, weil unsere Units scheinbar eine Phobie gegen Garen zu haben. Und den deswegen nicht gehittet haben. Hier zu leveln ist ja, ist einfach nur Greed quasi oder Angst. Ich spiele natürlich jetzt den Cho rein. Wir hätten damit auch fast wieder Void, wenn wir den K6 reinnehmen. Viel Synergy ist ja gerade nicht, ne? Aber der Pike macht alleine halt mehr. Ist ein bisschen risky, auf die Void Synergy zu gehen und dadurch unsere bis jetzt Game-Winning Kassa-Kassa-Kombo rauszunehmen, die uns hier einfach bis jetzt jede Runde hart gecarried hat. Hängt jetzt alles davon ab, wie gut der Cho tatsächlich in der Lage ist zu ulten. Er ultet nicht die Enemy-Backline, aber mein Kassadin macht mehr, heilt sich mehr. Als sie Damage machen oder gemacht haben. Und dadurch holen wir das tatsächlich noch. Hui. Sind durchaus close. Ich würde jetzt trotzdem hier noch auf Elemente gehen. Ich habe einfach das Gefühl, dass das hier. Ich sollte zumindest schon mal Elemente-Hits aufbauen langsam. Jetzt auch 2 von 3 Assassins. Ich kann auf 4 Assassins gehen. Also, das ist so eine merkwürdige Runde, wo ich halt einfach nur starke Units habe mit guten Items. Und das Gefühl habe, ich habe noch keine Entscheidung getroffen für irgendwas. Ich will aber den Winningstreak halten, das heißt, wir rollen einmal auf 30 runter. Um Upgrades zu haben, die haben wir auch bekommen. Sehr schön. Wir könnten jetzt Cutter spielen, oder Cutter zumindest mitnehmen, um für Assassin zu gehen. Wir haben immer noch 2 potenzielle Blade Master, aber wir haben zum Beispiel auch noch keine Aatrox gesehen. Oder ich habe ihn gerollt, weil ich ein Idiot bin, das ist durchaus möglich. Wir hätten einen merkwürdigen Aufbau der Gegner hier. Aber tatsächlich funktioniert es, weil die Lulu nicht gehittet wird. Dadurch, dass die Lulu nicht gehittet wird, kann sie halt ulten. Ne? Wenn die Lulu oft genug ultet, dann gewinnt er vielleicht sogar. Aber ihr seht schon das Schild von Kassadin. Ne? Also, da muss der Warwick jetzt hier wirklich 700 Jahre lang am Stück angreifen. Und jetzt ist auch die. Ach ja, auch noch Jordel oder was? Dann müssen wir hoffen, dass Kassadin ein paar Mal hittet, damit Lulu nicht zum Ulten kommt. Und das ist auch passiert, wunderbar. Ach, oder war es Phantom Dancer? Ich habe es gar nicht genau gesehen. Ich glaube, es war Phantom Dancer. Wir dürfen als letzter ran. Der Cho'Gath natürlich als Unit für uns interessant. Ansonsten... Vielleicht der Zed? Kein so wirklich ein Assassin-Spieler hier, ne? Das ist, bisschen weird. Nehmen wieder die Poppy. Wir gehen einfach für die 3er-Units. Wir haben gerade eh kein Item, was wir direkt dringend brauchen. Elemental Assassin? Ja, auch nicht jeden Tag, ne? Ich habe ja auch noch so ein Sorcerer angeboten.
Und endlich mal einen verdammten Blade Master. Kommen wir doch auf Blade Master. Ich meine, die Gegner gehen alle keine Assassin. Ne? Wir könnten da schon für gehen. Und der hat schon einen Draven. Der hat generell ein sehr, sehr ähnliches Bild. Also, ich meine, wenn sich Assassin mal angeboten hat, dann wahrscheinlich jetzt, ne? Weil jetzt halt einfach wirklich keiner geht. Gut, also ich kann seine Siege gerade ganz gut unter Mana halten. Ein paar kriegt auf jeden Fall zwei Ults raus. Das hätte ich da jetzt nicht erwartet. What the fuck? Der Mann hat auch noch einen. Hat auch schon einen Draven. That's kinda unlucky. Das ist eine weirde Runde. I mean. Das ist schon das stärkste Lineup, was ich gerade im Moment stellen kann. Die Frage ist halt nur, wo führt das hin? Also da führt es zumindest nicht hin. Ah, ist tatsächlich Yordle mit Phantom Dancer. Pest und Cholera im Eim. Kasselin ist Gott sei Dank auf der Ludo drauf. Das ist recht lucky. Allerdings nicht lucky genug. Aber wir werden jetzt mindestens dafür gepunished, dass wir nicht gelevelt haben und auch noch dafür gepunished, dass wir halt keine Combo haben und unsere eine Zeit lang sehr, sehr starken Units hier jetzt natürlich auch nicht mehr komplett gegen anstinken können. Überleg halt, ob wir jetzt noch rollen, um den Kasselin auf 3 zu kriegen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich jetzt hier nochmal zweimal gerollt habe. Zumindest haben wir unseren Kasselin 3. Wir werden scheinbar auf dieser Void-Kombo erstmal bleiben. Oh mein Gott. Selten gesehen, dass die so Bock darauf hatten, eine Unit zu killen. Itemmäßig waren wir in der ersten Round echt lucky, aber danach haben wir jetzt in den letzten beiden Rounds ein Item bekommen. Natürlich jetzt nicht so viel. Bei der Aurelion, der mir angeboten wird. Bin so unflexibel in dieser Runde gewesen. It's insane. Da ich das ja eh schon in Shen habe, hätte ich auch einfach in Journey gehen können, ne? Wäre halt easy fine gewesen. Komm. Wir committen ab jetzt. Wir haben eh schon den Kasselin 3. Müssen wir jetzt nochmal durchziehen. Auf jeden Fall die weirdeste Runde, die ich in letzter Zeit gespielt habe. So. Ach komm. Wie mein Kha'Zix von Varus mit einer AP steht, der den Bogen spannt. So, oh, soll ich noch den nicht machen? Ich weiß es nicht. Ja. Pike auf Teil zu kriegen wäre natürlich auch noch interessant, aber ich glaube, es ist nicht so wahrscheinlich. Verabschieden uns von dieser Win Condition. Gehen auf diese. So, wir gehen also für Ninja Assassin Void. I guess. Geben dem Pike auf jeden Fall nochmal ein. Wir werden den Pike ja auch noch mitnehmen. Fuck it. Mein Choke hat mal geultet, das war die erste Ult, die ich gesehen habe. Ah, ist die Ifo immer noch buggt?
Weiß nicht genau. Komm schön. Sehr zauberschön. Bisschen ätzend ist das ja schon. Ach scheiße, ich hätte den K6 auch leveln müssen, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch die Akali und dann wären wir quasi ready. Wenn ihr so 1, 2, 3, 4, 5 Assassins, damit hätten wir dann in Theory 6. Ich spiele gerade mal den Canon lieber. Ich glaube, ich müsste ein bisschen weiter rausgehen, damit die Leute hier überhaupt rausmoven, ne? Aber wobei, ja, aktuell scheint es zu gehen. Ah, wenn man Kasadina einmal auf den Luschen draufhauen würde. Danke. Sollte das ziemlich free sein. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, dass ich hier für Assassin gegangen bin. Ich bin halt zu spät dafür gegangen. Dafür, dass ich wusste, dass es sonst keiner geht, hätte ich es viel, viel früher spielen müssen. Also da bin ich halt zu unflexibel gewesen. Auch weil ich Assassins tatsächlich, ist es wahrscheinlich die Comp, die ich am wenigsten gespielt habe. Ich finde sie auch am weirdesten, weil sie halt hart auch RNG-abhängig ist von den Crits her einfach. Ich habe bei Dota Outreach am Anfang unglaublich viel Assassin gespielt. Dann irgendwann hat es mich so genervt. Ich aufgehört. Ja. Generell viel geiler Scheiß. Aber nichts mehr da, wenn wir da sind. Infinity Edge einfach. Holy shit. Werden wahrscheinlich das BF nehmen für Double Spear Pike. Ist ein bisschen disgusting, aber. Was willst du machen? Wenn auch den Pike natürlich nehmen können, aber das geht mir ein Tick zu weit. Ja, die Akali hätten wird jetzt so ein bisschen das, was entscheidend ist. Ich glaube, dann haben wir auch instant kein Volt mehr, oder? Weil dafür bräuchten wir dann. Bräuchten 6 für die Ninjas und dann nochmal. Oh, not sure. Naja. Das ist dann natürlich da. Rules an sich sind ganz nett, ne? Ich rolle auch immer noch recht viel. Ich glaube, ich werde nächste Runde aufhören zu rollen. Dann auf 7 gehen. Auf 7. Wen spielen wir denn? Den zweiten Pike? Aber ja, wir müssen auf jeden Fall auf 7 gehen, um unsere Chancen. Ah! Jetzt sind wir jetzt doch Assassin gegangen. Keiner misst that. Aber dadurch, dass der noch später als wir dafür gegangen ist und sein Setup dazu Tristana Ganzlinger ist, könnte es sein, dass der rausfliegt, bevor es relevant wird. Wir werden uns trotzdem mit denen natürlich den Pool hart teilen müssen. Der hat aber auch noch nicht die Akali. Das heißt, wir müssen jetzt auf 7, um die Wahrscheinlichkeit für Akali zu erhöhen. Wenn wir die haben, haben wir halt alle Ninjas 2, außer halt Akali selbst, aber die ist ja an sich auch schon recht potent. Ja, die müssen wir trotzdem mitnehmen. Können dann nächste Runde gehen wir dafür. Mit Winning Streak hat ja einen kleinen. Aber könnte das doch so spielen, ne? Aber ich glaube, der Ken macht gerade ein bisschen mehr. Naja, er wird halt auch von Assassin-Ding profitieren. Also auch Assassin ist auch so eine Klasse, wo ihr halt nicht. Ihr könnt auch 4 oder 5 spielen, ne? Die profitieren ja vom Buff. Das ist ja schon fein. Muss ich die jetzt weiter pullen lassen? Ah, der hat eine Akali oder was? Are you kidding me? Er spielt plötzlich 4er Ninja. Wer ist denn das? Ah, oh, der hat noch 47. Naja, Mirror Matchup jetzt nicht so die Problematik. Ja, jetzt sind doch ein paar Leute mehr auf der Combo unterwegs, als ich dachte. Der hat auch einen Kassadin 3 und einen K6-3, ne? Not sure. But should work. Die Leute gehen ja Assassins irgendwie in merkwürdigen Comps. Ich habe wenigstens noch Void. So, Void Assassins sind ja eine Zeit lang dachten alle, die wären broken. Dann haben wir langsam gelernt, wie das Spiel funktioniert. Habe ich Angst, das zu verlieren? Wie scheiße ist Eve eigentlich? Macht sie Ultim? Ich hab immer noch nicht aufgepasst, ne?
Nimm mir aber lieber mal die Cutter rein. Wenn Cutter hier ein bisschen AOE-Damage macht, wäre ich schon sehr happy. Der Pikester. Delicious. Oh, der Showster. Der Pikester. Ach, wunderschön. Kriegst du mal ein paar Items raus? Gibt's ja gar nicht. Das wäre eine wunderbare Ehre. Was bauen wir da raus? Wir können Locket bauen, aber ich weiß nicht, ob ein Locket jetzt für uns unbedingt hier die erste Wahl sein sollte. Was wollen wir die noch geben? Rabadons? Ah, das wird ein Pike 3. Und dann Red Buff. Ne, ein Red Buff macht nicht so viel. Ne? Was ist denn mit Morellos? Ah, Morellos. Da sehe ich die schon mehr. Ne? Scheiße, muss die echt weiter rauspullen jetzt. Ja, da komme ich nicht durch. Okay, wir müssen unsere Units weiter nach hinten stellen, ansonsten werden wir hier jetzt ab jetzt hart aufs Maul kriegen gegen den. Boah, das war schon übel schmerzhaft jetzt. Ganz weit weg vom Best-Case-Szenario. Plus, ich habe eine sinnlose Unit aufgestellt gehabt, glaube ich. Gebe ich ein bisschen aggressiver Rolle jetzt auf 40. Mach's mal. Gehe ich zeitlich nicht hin, weil ich zu dumm dafür bin. Aber wir haben sie jetzt, ne? Das heißt, wir setzen gleich rein. Ja, wir müssen gleich mal gucken, was wir da reinsetzen. Aber wir haben jetzt zumindest 4er Ninja mit ganz guten Leveln. Tipp mal auf I, okay. Muss da nicht auf I warten. Ah, schade. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Morellos-Hit nicht useless war. Shit. Also, du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Ja. Weil wir könnten jetzt auch Void fallen lassen. Wir könnten Kassadin und Cho rausnehmen und 6er Assassin gehen, ne? Vielleicht wäre das besser. Der Assassin-Buff multipliziert sich halt brutal, ne? Scheiße. Pack hat wieder nicht gehittet, weil ich den nicht rauskriege. Dammit, ey. Rudo hat irgendwie Mana verbraucht, aber nicht gehittet. Das hat mich gerade vor Schlimmerem bewahrt. Ach, Schab. Kacke. Eieieiei. Okay, wir sind jetzt relativ weit unten. Das verbessert natürlich unsere Ausgangslage. Haben wir einen BF? Nee. Wir müssen trotzdem dafür gehen. Karte war jetzt auch nicht attraktiv. Wir wollen halt noch einen. Wir wollen Kassadin zum Assassin machen können. Das wird ziemlich sick. Ich dachte, Void wäre ein bisschen krasser, aber ich glaube, Void ist gar nicht so krass. Ich glaube, Assassin 6 ist besser. Aber ich krieg die aktuell auch nicht rausgepult und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Okay, warte mal gerade. What do we sell? Z kriegen wir nicht voll, wa? Aua.
Wir brauchen die Items. Okay, wir gehen da jetzt full all in auf die Variante. Verteilen jetzt die Items. Und hoffen aufs Beste, ne? Was wollen wir sonst gerade auch machen? I don't know. Wer kann das dann brauchen? Ah, komm, disarmer Leute, I don't know. Hauptsache, du tust was. Fucking hell, wir sind Dritter geworden. Mega weirde Runde. Hab mal Assassin probiert, war jetzt mittelmäßig, aber ich bin auch zu spät umgeschwungen. Ich bin dann, wusste nicht, ob Triple Void oder Vierer Ninja Assassin besser ist, hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten auf Tier 3 und ist mit Shannon Pike und ein bisschen auch noch Zed, hab die nicht getroffen. Und da wird schwer, wenn wir einen davon gehittet haben. Ich bin mir sehr sicher, dass ich den Shen mittendrin weggerollt habe. Aber das ist ein weiteres Video für euch, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut auf meinem Hauptkanal vorbei, weil da gibt es endlich mal wieder ein Video heute. Tschüssi.